Galaxy, wir sind zurück in der Zero-Chill-Reihe OOP-Trainingscamp. Jetzt geht es um Vita Vea auf seiner OOP-Position. Eine 3-Sterne-Herausforderung. Wir sollen einen Rushing-Touchdown am Ende dieses Drives erzielen. Wir kriegen einen Bonus, wenn wir im ersten Play für mindestens 20 Yards laufen. Und wir kriegen einen weiteren Bonusstern, wenn wir in 2 Spielzügen den Rushing-Touchdown erzielen, der hier gefordert ist. So, es geht gegen die Tennessee Titans. Wir haben den Ball an der eigenen 30-Yard-Linie im Stande von 0-0 im ersten Quarter. Dann schauen wir doch mal, was wir hier bekommen. Oh, ein Toss. Ein Toss ist interessant. Damit können wir doch arbeiten. Blitz von der linken Seite aus angezeigt. Und ich wundere, wir laufen in den Blitz hinein, aber über die linke Seite. Und los geht's. Was haben wir denn? Reed Wehr ist der Running Back. Leute, ist das ein Scherz? Ich bin schockiert. Ich glaube, das sind Läufe über die Außen. Nicht, glaube ich, das Allerschlauste. Jetzt kommt Emmitt Smith aufs Feld. Also haben wir jetzt vielleicht ja doch noch die Chance, den Rushing TD zu erzielen. Emmitt leider nicht. Kommt nur an die 37-Yard-Linie heran. Also Reed Wehr als Halfback aufzustellen, Freunde. Das ist ja mal ein Plan. Play und Reed Wehr ist wieder auf dem Feld. Das ist ein Scherz. Also spätestens an der Stelle hat sich jetzt die Ernsthaftigkeit dieser Herausforderung komplett aufgelöst. Mit Reed Wehr als Running Back hier zu operieren, ja, ist klar. Eieieiei. Das ist schon, das hat schon ein bisschen was Peinliches. Das tut mir jetzt auch ein bisschen für Reed Wehr leid. Denn der ist einfach kein Running Back. Das ist ein Fullback, aber kein Halfback. Also, was hat sich EA bei der Nummer gedacht? Das ist ein Running Back. Emmitt Smith mit Speed an die 27. Vierter Versuch und Inches. Müssen wir nicht überreden, den spielen wir natürlich aus. Emmitt Smith bleibt auf dem Feld als Running Back. Cowboys haben das First Down. Emmitt immer noch auf den Beinen, kommt an die 18-Yard-Linie. Neuer Erster und 10. Reed Wehr ist wieder auf dem Feld. Lauf durch die Mitte. Vielleicht ist das ja das, was ihm liegt. Nein, ist es nicht. Zweiter und 9 und jetzt ist Emmitt Smith wieder auf dem Feld. Ein Counterplay. Da ist die Lücke und das ist der Touchdown für die Cowboys. Also mit Reed Wehr 20 Yards im ersten Run zu holen, da habe ich keine Hoffnung. Deswegen nehmen wir auch hier nur die 3 Sterne mit. Das ist eine komplette Fehlbesetzung. Aber was sich EA dabei gedacht hat, weiß auch nur der liebe Gott. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.